Jo Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Commentary zurück. Und wenn es um Battlefield Hardline geht, dann geht es wirklich ab in der letzten Zeit. Eigentlich sollte das Spiel ja erst nächste Woche auf der E3 vorgestellt werden. Doch das hat nicht ganz so geklappt, würde ich mal sagen, denn es gibt einen Leak nach dem anderen. Und jetzt ist schon wieder ein Beta-Gameplay aufgetaucht, wo man einen Spieler auf einer leeren Map sieht, der so mal die Fahrzeuge und mal die Waffen ausprobiert. Und da bekommt man wirklich einen ganz guten ersten Eindruck von dem Spiel. Ihr könnt das Ganze mal wieder in der Beschreibung angucken, da ist das verlinkt. Ihr kennt das Spiel ja. Ich darf das leider nicht hier im Video zeigen, denn wenn ich das machen würde, würde mein Kanal gesperrt werden und das möchte ich doch wenn möglich verhindern. Also guckt mal in der Beschreibung vorbei, da werde ich immer einen aktuellen Link haben, soweit es mir denn möglich ist. Und ich muss gleich sagen, wir wissen mal wieder nicht, wie alt dieses Video ist, wir wissen nicht, wie alt dieser Bild ist und von daher müssen wir einfach mal gucken, was uns nächste Woche auf der E3 präsentiert wird. Da kann sich wieder eine Menge verändert haben und dann auch noch bis zum fertigen Spiel wird natürlich wieder eine Menge verändert sein. Also urteilt nicht zu hart, sage ich mal, denn einige Assets sind halt noch von Battlefield 4. Die Sounds sind von Battlefield 4, die Menüführung sieht von Battlefield 4 aus. Einige HUD-Elemente sind auch noch von Battlefield 4. Ich denke mal, das wird alles noch ausgetauscht werden. Also darauf sollten wir nicht so achten. Wir sollten eher so auf das Gameplay achten, denn das müsste eigentlich schon mehr oder weniger feststehen. Und was ich da gesehen habe, hat mir leider nicht so ganz gefallen. Das ist ein bisschen komisch bei mir, weil normalerweise finde ich alle Battlefield-Sachen immer ziemlich gut. Dieses Mal gehe ich da echt ein bisschen kritisch dran, denn das, was ich jetzt gesehen habe in diesem frühen Stadium des Spiels, hat mir nicht ganz so gefallen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, sie nehmen jetzt das neue Setting, also Polizei gegen Verbrecher, und basteln Battlefield sozusagen um dieses Setting herum, dass das da wirklich gut zusammenpasst, dass man dann in den Modis wirklich die Chance hat, taktisch vorzugehen, dass man sich wirklich überlegen kann, wie mache ich denn jetzt diesen Banküberfall, wie gehe ich vor, wie komme ich in die Bank rein. Und was ich da jetzt gesehen habe, das sah leider irgendwie so ein bisschen so aus, als hätten sie Battlefield 4 genommen und das Setting da reingeklatscht und sie hoffen jetzt einfach, dass das funktioniert. Wie gesagt, das ist so, wie ich es jetzt gesehen habe, es sah einfach so aus wie Battlefield 4 mit einem neuen Modus und halt neuen Klassen und so weiter, und das geht jetzt einfach genauso vor wie Battlefield 4, zwei Teams spawnen an jeder Seite der Map und dann versuchen sie sich irgendwie um diesen Gate Stapel zu kloppen, und das war so ein bisschen enttäuschend, weil Battlefield 4 haben wir ja und Battlefield 4 hat auch so ähnliche Modis. Natürlich gibt es in Battlefield 4 jetzt keine Polizisten oder Verbrecher, aber es war doch sehr, sehr ähnlich, und wenn das wirklich so ablaufen würde, wie gesagt, es ist jetzt ein frühes Stadium, man kann es noch nicht ganz beurteilen, dann wäre das meiner Meinung nach schon ein bisschen enttäuschend. Ich hätte wirklich gehofft, dass das wirklich spezifisch für dieses Setting angepasst wird, wie gesagt, dass man die ganzen Möglichkeiten hat, die ich eben schon aufgezählt habe, und für mich sah das jetzt leider nicht so aus. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal abwarten, was jetzt nächste Woche präsentiert wird. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Guckt euch das Ganze mal an, sagt mal eure Meinung dazu, interessiert mich auf jeden Fall. Was ich jetzt auch noch ganz Interessantes gehört habe, und zwar waren einige YouTuber die letzten Zeit in San Francisco und haben sich das Spiel schon mal im Vorfeld angeguckt, und die haben wohl auch einige Tipps gegeben, wie DICE, na, beziehungsweise DICE entwickelt ja gar nicht, Visceral entwickelt, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, das Spiel verändern sollte. Also die haben da wirklich Einfluss auf dieses Spiel genommen und einige Änderungen stammen wohl direkt von größeren YouTubern, und von daher, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Aspekt. Wir werden wohl auch ab nächster Woche, ab dem 9. Juni, sehr, sehr viel Gameplay von dem Spiel sehen. Ich habe schon von einigen YouTubern gehört, die da aufgenommen haben. Die werden ganz viel zeigen. Chimpanze Gamer zum Beispiel, der wird auch was zeigen. Also schaut mal bei ihm nächste Woche vorbei. Der wird da sicherlich einiges zu bringen. Und ich würde sagen, dann können wir uns wirklich ein richtiges Urteil bilden. Jetzt ist es wirklich nur so ein Vorurteil. Und ich möchte mich auch gar nicht endgültig auf diese Meinung, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, festlegen. Denn das kann sich natürlich alles nochmal ändern. Wie gesagt, ich wollte darüber nur berichten. Ihr habt ja gesagt, ihr möchtet gern solche News-Videos haben und von daher bringe ich das jetzt ab und zu mal. Alle News, auch wenn es was Kleineres ist, findet ihr natürlich auf Facebook. Da werde ich auch die kleineren Sachen posten, wo es sich jetzt nicht lohnt, ein Video zuzumachen. Also schaut da nochmal vorbei. Und jetzt kommen wir am Ende nochmal ganz kurz zu Battlefield 4, denn da gibt es auch Neuigkeiten, denn endlich ist der Netcode-Patch draußen. Das heißt, die ganzen Veränderungen von der CTE sind jetzt auch im Hauptspiel. Also klickt mal auf Origin, ladet euch den neuesten Patch runter.
war. Und dann habt ihr solchen Sachen gefixt, wie dass die Kamera nicht mehr so sehr wackelt, wenn eine Explosion neben euch ist, dass der Packet-Loss reduziert wurde, halt, dass es besser läuft. Crashes sollen gefixt sein, dass es nicht mehr so oft abstürzt. Und ganz wichtig, die Tick-Rate wurde jetzt erhöht. Das heißt, es wurde jetzt von 10 Hertz auf 30 Hertz erhöht und es sollte jetzt im Allgemeinen besser laufen. Und da möchte ich natürlich eure Meinung zu haben, denn bei mir läuft es ja besser. Ich habe ja die CTE schon getestet. Doch die Frage ist jetzt, läuft es bei euch auch besser? Das interessiert mich wirklich. Achtet mal so ein bisschen darauf, wie die Hit-Registration ist, wie schnell die Hitmarker kommen. Bei mir habe ich ja sofort gemerkt, dass die Hitmarker viel direkter sind, dass ich jetzt auch wirklich merke, wenn ich getroffen werde. All das hat sich bei mir verändert und ich würde wirklich gern wissen, hat sich das auch bei euch verändert? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare, also testet das bitte und schreibt das mal rein. Und wer jetzt noch nicht weiß, wann er es testen soll, der kann das gerne heute Abend mit mir machen, denn so ab 21 Uhr werde ich wohl wieder auf meinem Server unterwegs sein und dann würde ich sagen, testen wir das einfach mal gemeinsam und dann schauen wir mal, schreiben wir mal im Chat, wie das Ganze so läuft und ich hoffe, wir sehen uns. Das war's jetzt. Eine Bewertung wäre natürlich super. Mein Name ist MeraQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!